Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt gerade im JLT in den Jumeirah Lake Towers, um uns einen Mietwagen zu nehmen. Und für uns geht es jetzt für ein schönes Wochenende in die Natur nach Hatta. Man kann ja nicht immer nur hier in der Großstadt bleiben, also man muss ja zwischendurch auch mal raus. Und ja, die Christina ist hier schon im Hintergrund bei unserem Mazda CV5, checkt den Wagen ab und dann geht es auch gleich los. Wir nehmen euch mit und wir freuen uns auf ein paar tolle Tage. Christina bereitet sich schon vor. Hallo! Hi, und bist du vorbereitet? Yes! Alles klar, kannst losgehen? Ready! Wir sind jetzt on the road. Mit ein paar anfänglichen Schwierigkeiten, wo wir uns so zweimal verfahren haben, sind wir jetzt, glaube ich, auf der richtigen. Ja, wir sind jetzt auf der richtigen Straße. Und in 5 Minuten dürften wir wieder on track sein. Dann haben wir das wieder aufgeholt. Aber die Madame macht hier einen guten Job beim Fahren. Im Kreisverkehr abfahren auf Dubai Hatta Rot. Wir sind angekommen in Hatta. Sind etwas zu früh, aber nachdem es da ziemlich viel zu erkunden gibt, schauen wir uns das Ganze jetzt einmal an. Und ja, schauen wir mal, wo es hingeht. Kommt mit! Von Gewand über die Bikes bis zum Camping-Equipment und Kletter-Equipment alles zu kaufen. Ich scroll jetzt mal gerade ein bisschen da durch den Adventure Park, der sehr familienfreundlich ist. Es gibt jede Menge an Abenteuer, ist es Klettern, sei es Rutschen, sei es Trampolinhüpfen, Mountainbiking für die Kids. Wir haben eingecheckt ins Hotel. Beide ziemlich müde. Und jetzt warten wir ganz kurz, bis uns unser, wie sagt man dazu? Buggy. Unser Buggy, danke schön, abholt. Dann holen wir unser Gepäck vom Auto und weiter geht's dann in unserer Lodge. Jetzt geht's in die Lodge. Follow me. Jetzt eingecheckt in unsere kleine, aber super feine Lodge mit toller Terrasse, mit Blick über das ganze Resort und in die Berge. Wunderschön, fein im Schatten, da lässt sich auf alle Fälle aushalten. Jetzt werden wir uns einmal ein paar Minuten hinschmeißen und ein bisschen verschnaufen und dann später geht es noch in die City und dann schauen wir mal, was wir morgen auf unseren Tagesplan packen. Und was man noch dazu sagen kann zur Lodge, wir haben jetzt ungefähr so 19 Quadratmeter. Das ist die kleinste Lodge, was wir da haben. Und vom Kostenpunkt her sind wir da bei 250 Euro die Nacht. Also ist jetzt kein günstiger Spaß. Aber ja, einmal sollte man das sehen haben und von dem her, glaube ich, passt das schon ganz gut. So, eine kleine Roomtour. Wie gesagt, 19 Quadratmeter groß. Einmal ein Bett. Mari rastet gerade. Da gehen wir auf die Terrasse, das zeige ich euch gleich. Dann haben wir da einmal Spiegel und dahinter versteckt sich klein und fein
Badezimmer. Viel mehr braucht man nicht. Super schöne Aussicht. Die Nachbarn sind alle ein bisschen entfernt, das heißt, man hat seine Ruhe. Ringsherum ist nichts außer ein bisschen grün. Da haben wir dann noch so einen kleinen Relax-Sitzsack. Eine kleine Sitzecke. Ja, und das war's. So, dass ihr die Location jetzt auch mal von so seht. Ich war jetzt gerade da oben am Berg. Zwar nicht hoch, aber immerhin. Und habe eine Timelapse gemacht vom Sonnenuntergang, der irre schön war. Ich gehe jetzt wieder runter. Jetzt wird langsam finster und ich freue mich auf ein feines Abendessen. So, nach einer gefühlten Ewigkeit haben wir jetzt ein Lokal gefunden zum Essen. Das heißt ja gefühlte Ewigkeit nach einer schönen Geisterfahrt. Oh Mann, naja. Also wir sind hier beim feinsten Italiener der Stadt. Das ist wirklich ein Michelin-Stern-Abendlokal. Seht ihr mal meine richtig feinen Nudeln, die es hier gibt. Und feine Steinofenpizza. Wie aus Neapel. Wahnsinn. Was darf im Italiener natürlich nicht fehlen? Tabasco, weil Olivenöl gibt es leider keines. So, Essen haben wir dann hinter uns gebracht. Ich muss ganz ehrlich sagen, so komisch es auch ausgeschaut hat, das hat eigentlich doch relativ gut geschmeckt und die Preise waren auch okay. Also, don't judge a book by its cover, sagt man so schön. Das war es auch dann schon für heute. Also, wir haben es heute eher ruhig angelassen für den ersten Tag. Morgen geht es dann zu den Adventures. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ihr seht, ich bin noch im Pulli von Mario. Aber wir müssen aufstehen. Die Sonne geht gerade auf unserer Terrasse. Super schön. Und es ist total fein. Kühl da heraus in die Berge. Also es geht auf feiner Wind. Es ist allerdings so, es ist in der Nacht so extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Also wenn ihr irgendein Gewand oder sowas habt, lasst es nicht heraus hängen. Das ist alles nass in der Früh. Und jetzt gehen wir mal da hinten rauf und machen ein paar schöne Fotos. Was gibt's Besseres, als in der Früh gleich einen Mini-Hike auf den Berg zu machen? Ich zeige euch gleich wieso, wie ich drauf gehe, weil du hast da glaube ich die beste Aussicht. Hello again! So wie ihr im Hintergrund sehen könnt, wir sind jetzt am Hatter Lake heroben, am Hatter Dam, wie es so schön auf die Wegweiser heißt. Also wie wir jetzt gerade gelernt haben, es ist ein hydroelektrisches Kraftwerk am Hatter Dam und es ist eine ganz interessante Sache. Sie haben ein 250 Megawatt Projekt, das bis zu 1500 Megawattstunden speichern kann und es funktioniert in Kombination mit einem Solarpark, der hier auch in der Nähe gebaut ist, da wird quasi mit den Turbinen wird das Wasser ins hohe Reservoir gepumpt, dann kommt es runter, wird in Strom umgewandelt und man hat hier in der Region knapp 1,4 Milliarden Dirhams dafür ausgegeben, das sind weit mehr als 300 Millionen Euro und was interessant ist, dass auch die Strabag
hier mitgewirkt hat, also eine österreichische Firma. Das ist schon sehr beeindruckend, was man hier sieht. Also das Ziel soll es sein, für die gesamten Arabischen Emirate, dass die im Jahr 2050 so weit sind, dass 75% der gesamten Energieressourcen, die gebraucht werden, alle aus erneuerbarer Energie stammen, was schon sehr, sehr beeindruckend ist. Das eigentliche Ziel wäre da oben. Ein kleiner Tipp am Rande oder eine Info: Es ist hier erlaubt, mit der Drohne zu fliegen, wenn man die angemeldet hat und die Lizenz dafür hat, dann ist es kein Problem. Es kann nämlich passieren, dass die Polizei auftaucht und das kontrolliert. Und dann ist besser, man hat eine Lizenz, ansonsten kriegt man da Probleme. Und ich glaube, das will man hier nicht riskieren. Kamera läuft, wer redet denn was? Warte. Hello vom Boot! Wir waren jetzt eine Stunde unterwegs mit unserem Donutboot. Wir haben uns heute entschieden für die etwas Abenteuer- oder weniger actionreiche Version des Bootfahrens und haben eben statt dem Kajak das Donutboot genommen. Dort hat man auch ein bisschen Schatten. Ja, nach anfänglichen Schwierigkeiten des im Kreisfahrens. Na, ist total lustig. Probiert es auf alle Fälle aus, wenn hier noch Katar kommt. Wir werden uns jetzt auf den Rückweg machen, beziehungsweise wir sind jetzt am Rückweg. Bootfahren haben wir jetzt hinter uns und jetzt geben wir uns noch ein bisschen Kultur bei gefühlt 45 Grad. Also den Temperaturcheck, den haben wir jetzt gerade nicht bestanden beim Eingang. Wir haben beide 42 Grad Körpertemperatur, wurde uns gesagt. Das ist geschlossen um diese Zeit, aber ja. Genau. Sieht sicher nett aus, wenn das alles beleuchtet ist am Abend und wenn die ganzen Shops da geöffnet haben. Das ist echt cool hier, das Heritage Village. Da siehst du quasi, hast alles so kleine Gebäude, wo man sieht, wie die Leute früher gelebt haben. Hier kriegt man echt viele Informationen geboten. Wie man hier gerade lesen kann, die haben 1993 haben die angefangen, das ganze Village hier zu restaurieren. Das hat bis 1995 gedauert, ist aber immer noch nicht fertig. Also die restaurieren immer kleine Teile, so wie ich das hier verstanden habe. Kommt einen sehr, sehr guten Einblick, wie die Einheimischen hier vor tausenden von Jahren gelebt haben. Und es ist auf alle Fälle ein Besuch wert. Also wir sind jetzt absichtlich mal hier ins Heritage Village gegangen, weil die meisten anderen Hatta-Videos, da sieht man nur den ganzen Action-Sport und alles. Aber hier sieht man mal wirklich ein bisschen Kultur. Absolut empfehlenswert. Vielleicht nicht unbedingt um 13 Uhr gehen, wenn es gefühlte 45 Grad hat, sondern eher am Abend. Da gibt es ja noch geführte Touren und so. Also es ist hier richtig kuschelig warm zum Raufsteigen. Es ist zwar nicht weit, aber es ist wirklich, wirklich heiß. Aber jetzt bin ich gespannt auf die Aussicht, die wir da haben. Wir sind jetzt hier bei einem von zwei Wachtürmen. Den anderen sieht man hier auf der anderen Seite. Und ja, hier die ganzen Ausgrabungen und Restaurierungen vom Hatta Heritage Village. Hier haben wir einen traditionellen Bedroom, wie man sieht, ein sehr, sehr kleines Bett. Also ich mit meinen 1,98 kann natürlich nicht mehr rauf. Aber ja, scheint so, als ob die Leute hier Pygmäen gewesen seien. Also die waren nicht so groß. Hier haben wir einen Überblick über die ganzen Festungen zur Verteidigung quer über die Arabischen Emirate. Und wir sind jetzt hier quasi in einem davon, in Hatta, also genau hier. Dürfte scheinbar einiges an Krieg gegeben haben zur damaligen Zeit. Wir waren auch noch nicht in Dubai. In Dubai gibt es auch Forts, so wie es ausschaut. Also ich glaube, ich revidiere meine Aussage, dass das Fort hier oder das Heritage Village von ein paar tausend Jahren existiert hat. Ich glaube, das sind eher ein paar hundert Jahre zurück. Schaut euch mal die Waffen an hier. Die hat einen Pfeil und Bogen.
Das war's dann auch schon wieder aus Hatta. Wenn ihr in Dubai wohnt oder hier auf Urlaub seid, es zahlt sich auf alle Fälle aus, mal ein oder zwei Tage hierher zu kommen. Ist ein wirklich toller Mix aus Unterhaltung und Kultur. Für uns geht's jetzt wieder zurück nach Dubai. Und es ist auch unser letztes Video aktuell hier aus Dubai. Uns zieht es in die Ferne, also seid gespannt, wo es uns nächste Woche dann hin verschlägt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, läutet die Glocke und see you soon.